Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, in der letzten Folge haben wir die restlichen Geister auf dieser letzten Dungeon hier eingesammelt. Und ja, wir sind in der Charakterauswahl und fleißige Augen werden vielleicht schon eine Veränderung gesehen haben. Ich gebe euch noch eine Sekunde. 1, 2, 3. Ja, der erste DLC-Kämpfer, also DLC-Frühkäufer-Bonus, glaube ich, wurde jetzt ausgeteilt. Und ja, ich habe das Spiel heute gestartet und dann hieß es auf einmal Piranha-Pflanze kämpft mit. Okay, davon werden wir noch irgendwann was sehen. So, vielleicht nicht nach diesen zwei Parts hier, die ich jetzt aufnehmen werde, aber irgendwann wird auf jeden Fall auch noch was kommen. Und ja, vielleicht, wenn der erste DLC-Charakter rauskommt, dann kann ich direkt zwei auf einmal machen. Und ja, jedenfalls, wir spielen den Mii-Schwertkämpfer wieder. Und ja, ihr werdet euch erinnern, wir sind genau vor dem finalen Boss, Fragezeichen. Und ja, wir sind hier in der Mitte anstatt ganz rechts. Und ja, können anscheinend nicht mehr gegen den hier kämpfen. Und ich frage mich, was jetzt kommt, wissen wir, weiß ich nicht. Gegen die vier, gegen die beiden kämpfen, das wollen wir jetzt mal sehen. Und ich stelle mich schon mal darauf ein, dass dieser Part so eine Stunde dauert, weil wir haben ja gesehen, wie lange es bei Dars gedauert hat. Also ja, gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Sag ich, da kommt noch eine Welt. Okay, kommt da jetzt echt noch eine Welt? Was? Ich bin Meisterhand? Was? Wie geil ist das denn? Cool. Ja, ich kann. Das ist meine seitwärts B-Attacke. Das ist meine seitwärts A-Attacke. Okay. Oder Plot-Twist hier gerade. Ich versuche gerade irgendwie herauszufinden, welcher Angriff am schnellsten hier. Das ist, wenn ich B gedrückt halte. Okay, das war cool. Was, wenn ich Dings mache, meine Tilts, sag ich mal, wenn ich nach unten drücke, wenn ich nach oben drücke, machen wir mal so. Okay, das war ein geiler Plot Twist. Bin ich bestimmt gleich auch crazy, ne? Ich setze jetzt aber den Angriff ein, weil anscheinend irgendwie am schnellsten raushauen. Oder den hier. Wir können ja gar nichts, ne? Na, den Angriff, genau. Flieg runter. Okay, das ist irgendwie ganz schön krass. Ich meine, früher gab es irgendwie so Cheat Codes oder so, da konnte man Meisterhand spielen oder so, ne? Oder Giga Bowser. Jetzt haben sie halt hier so geregelt. Und bitte sagt mir, ich kann so gegen die anderen beiden kämpfen, gegen diese Bosse. Oh Gott. Das ist eine positive Überraschung, finde ich. Hier ist nicht gedacht. Bang, bang. Will viel die aber aushalten. Aber den hier, so, geht alle raus.
irgendwie nicht gedrückt halten. Schade. Und mir in die Fresse. Sehr geil. So, muss ich jetzt auch crazy anspielen. Okay. Beide Mächte sind geschlagen. Du hast Licht und Finsternis besiegt. Ah, okay. Ah, und Koma, jetzt kann ich zu beiden hin. Das trifft sich doch perfekt. Kann ich ja doch erst gegen den einen kämpfen und dann. Sehr cool. Gut, dann machen wir halt so. Ich will erst gegen dich kämpfen. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. So, was habe ich noch mal genommen? Das hier. Kraftklaue, Heilungsschild. Ich glaube, das hatte ich, ne? Gut, dann. Ich glaube, ich habe eine Stunde irgendwie Zeit mitgebracht. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Vor allem, weil ich schon eine Weile nicht mehr gespielt habe. So, um mich zu üben, sag ich mal. Ja. Ach, habe ich gar nicht gezeigt. Ich habe ein paar Änderungen an meinem Wissensbaum hier vorgenommen. 1, 2. Habt ihr gesehen? 1, 2, 2, 3. Jetzt dreimal springen. Ja, ich habe diese. Zeige ich im finalen Kampf dann gegen das andere Ding. Ich glaube, das trifft uns ja. Ich bin schon draußen. Dann zeige ich euch mal kurz, was ich im Wissensbaum hier geändert habe. Und zwar, ich habe zwei Fähigkeiten gelöscht. Und zwar aber die Ultraschnelllader und Doppel-Ultra-Smash, weil wir können sowieso keine Ultra-Smash einsetzen. Deswegen habe ich die beiden mal verlernt und habe dann 250 Dinger wieder bekommen. Und die habe ich reingepackt in hier, hier Feuerbodenresistenz, Giftresistenz. Was war das noch? Irgendwas anderes, was jetzt nicht so gut ist. Hier Aktivitäten hoch, kürzere Dojo, Studio Training, lohnende Erkundungen, weil ich ironischerweise nicht oft benutzt habe. Offscreen und ja, Luftsprung plus 1. Das heißt, ich kann jetzt noch einmal mehr springen. Vielleicht bringt es das ja. Und ja, gut. Wie gesagt, Ultra Smash kann ich sowieso nicht einsetzen. Deswegen war es für mich irgendwie sinnvoll, hier diese beiden zu löschen. Und ja, schauen wir mal, ob wir es hier schaffen. Ja, war schon, hat sich schon gelohnt hier. So, der fängt schon ein bisschen einfacher an als der andere, muss ich sagen. In seine Angriffe sind schon ein bisschen einfacher, ja, zu entgehen. Ja, finde ich jedenfalls, weil der legt wahrscheinlich auch jetzt gleich voll los. Nein. Nein. Ich kann eigentlich ein bisschen riskanter spielen, weil ich halt. Okay, gut. Ich habe jetzt drei Sprünge. Das ist ja noch relativ einfach, aber wird sich sicherlich hier gleich ändern. Na, guck mal, jetzt geht der schon hier. Ah, jetzt kommt er auch mit so weit. Ah.
Komm. Ja, vielleicht bin ich auch in Übung jetzt, ne? Was ist das? Ja. Klar. Und das heilt mich nicht. Also ich kann mich nicht dagegen schützen, meine ich, und mich heilen. Oh Gott. Ja. Was dann? Wiedersehen. Weil er hat ja mich mit einem Angriff oder so hier vollkommen erledigt, sag ich mal. Das sind schon wieder so Angriffe, die muss ich mit einer perfekten Ausweichen hier ausweichen. Ey. Wie soll ich denn das machen? So, oh Gott. Muss ich schon wieder ein bisschen Glück haben, mit was für Angriff hier auf uns zukommen. Ey. Oh Gott, ich freue mich schon. Aber ich freue mich, dass wir wenigstens hier gegen ihn hier als erstes kämpfen können, bevor wir. Irgendwie gegen, weiß ich nicht, den wahren finalen Boss, sag ich mal, kämpfen. Ja, drei Dinger sind schon gut, finde ich. Stelle mich sehr viel schlechter an als vorher, aber vielleicht wird es ja noch. Okay, da konnte ich wenigstens docken. Also zur Hälfte ist immer noch kein Problem, ne? Oh Mann. Nicht Smash Heiler. Der teilt uns sogar auch gut. Sind nur die anderen Killer-Angriffe, die mich hier töten. Oh, sehr gut. Oh, jetzt geht es jetzt richtig los. Na. Ne. Auch Mann, ehrlich. Was ist das? Geh weg. Oh. Gibt's einfach nicht, ey. Schon mit einem Schlag hier 100 HP verloren, ey. Ja, super. Aber ich habe auch, mit vielen Prozenten am Ende gewonnen. Ja. Komm zurück. Ja, diesen Angriff werde ich nie ausweichen können. Das ist genauso wie bei Tabu aus Super Smash Bros. Brawl. Das sind so Angriffe, die kann ich nie ausweichen. Und sie mal perfekt hier ausweichen, das geht nicht. Was soll ich das machen? Finde ich wundervoll mies irgendwie. Weil alle anderen Angriffe kein Problem, aber boah. Dann kommt dieser Angriff und zerstört mich. So, aber jetzt kann ich mich bei einigen Angriffen hier hochladen. Oh, wurde noch getroffen, ehrlich.
Oh, nicht mal getroffen von irgendein. Komm her. Hab ich nicht Smash Heil oder so. Ich sollte mich doch heilen, damit ich den Angriff. So, das sollte ich öfter benutzen. Wenn ich unten besiegt war wenigstens. Ja, ist unfair. Wir sind noch in den einen Angriff drin und er macht schon den anderen. Na komm, weg. Also seine erste Phase. Okay. Also bis hier noch, ey, bis hier noch relativ wenig Probleme, also wenig halt, ne? Ich geh mal darüber. Soll wirklich die Unbesiegbarkeit ein bisschen ausnutzen von dieser Attack, von diesen Klippending, von dieser Klippe Kante. Mein Gott. Jetzt kommt das wieder. Man muss halt so viel abziehen, ey. Ich hatte irgendwie 30% und dann auf einmal 150. Also gar nicht, wie ich den Angriff ausweichen soll. Hast du diese Angriffe, wo erst, weiß ich nicht, du, da kommt so ein Muster und du musst dir erstmal merken, was kam als erstes. Da muss ich auch noch richtig positionieren. Da sind irgendwie 20 Sachen, auf die du achten musst. Ey. Ja, war kacke, ey. Aber kann ich wieder da rein? Oh. Ich habe als einfacher wäre. Die kann man kaputt machen. Nur sagt mir doch mal einer. Und die anderen Dinger auch kaputt machen. Ach man. Oh, ehrlich. Oh, komm her. Jetzt will ich irgendwie versuchen, alles ja kaputt zu machen, aber klappt nicht so. Okay, irgendwie wurde ich da nicht getroffen. Gut. Ah, oh, ich war direkt unter ein. Ah, komm schon. Ich habe eine Rolle gemacht. Ey. Gibt's das aber nicht? Ey. Oh Gott, ey. Oh, ehrlich? Oh, ich werde mich hier schon wieder so aufregen und dann muss ich gleich noch mal gegen so was kämpfen wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, das ist so unfair. Komm schon. Wie soll ich nur ausweichen, Mann? Oh. Ja, ist so scheiße. Ey. Ich kämpfe mich hier die ganze Zeit durch, ne? Und dann
sobald dieser eine Angriff kommt, voll kacke. Komm schon. Oh. Wegen ein Angriff, ey. Ja, super. Ey, warum macht denn jetzt so schnell Angriff, ey? Ich war voll AP. Na, in die Fresse. Boah, irgendwie macht das mehr Schaden, habe ich gesagt. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt blocke. Ich kann diese Dinger sowieso nicht blocken. Aha. Wie macht das mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ja, komm schon. So, jetzt kommt wieder dieser Einlage und ich bin tot, ne? Ha, ich hab ihn gesehen. Na gut. Schau ich das an, ey. 100 Schaden. Ich war bei 0%, glaube ich. Ja. Oh mein Gott, ey. Ja, noch schlimmer als der andere, habe ich so ein Gefühl. Na. No. Und er wollte wieder seinen einen Angriff einsetzen, ne? Warum kann ich nicht angreifen? Ich hab 3-4 Mal nach rechts gedrückt. Ja gut, jetzt kommt noch mal so was hier. Na. Nein, Mann. Nee. Bin weiter als sonst, aber Gott, ich habe gleich keinen Bock, noch mal gegen so ein Vieh zu kämpfen oder gegen beide oder was weiß ich, gegen was da kämpfen muss. Ey. Ja, geil. Das ist eigentlich fast genau der gleiche Angriff wie diese eine hier, wenn er sich in so eine Kanone oder so verwandelt, was weiß ich. Ja, aber wenigstens einer Person gefällt, dass ich mich hier so aufrege. Das ist echt nicht leicht hier. Ich wollte da runter, Mann. Oh. Oh, das gibt's jetzt. Oh nein, 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 nein. Boah. Ach. Dieser eine Angriff, der ist halt mich ankotzt. Aber ich muss erst mal bis dahin kommen. Ey. Boah, Junge.
Was? Der hat schon mit seinem nächsten angefangen. Na, lass mich doch mal hier ausatmen, Junge. Er macht schon wieder mit seinem nächsten. Lass mich doch mal hier ausatmen erstmal. Ja. Hey. Ich war noch ein besiegbar, Kollege. Was mir das gewesen ist. Habt ihr den gesehen? Bringt also überhaupt nichts, weil jetzt fängt diese Phase an und bringt mich wieder um. Also ja. Da. No. Ach man. Oh mein Gott, ich. Oh. Oh, das ist, muss mir Schaden anrichten. Dings bringt sowieso. Ich kann sowieso nicht da ausweichen. Also. Ich sollte irgendwie versuchen, mehr Schaden anzurichten. Kräfteklauf wäre vielleicht besser, ne? Oder Heilungsschild. Wir mal versuchen, ob ich mehr Schaden anrichten kann. Wo ist hier Camus? Ah, Sirius. Okay, der Waffenangebot. Er ist sogar auf Verteidigung noch. Ich setze sowieso keine stärkere Smash-Angriffe. Ich brauche mehr so Dingens hier. Na, habe ich alles nicht, ne? Ultra Smash Doppelchance, da brauche ich alles gar nicht. Versuchen wir das. Irgendwie ist das Autoheilung. Heilt das irgendwie mehr? Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich einfach mehr Schaden anrichten. Ja. Ah. Wieder schon eiskalt mit seinem nächsten Angriff hier weitermachen. Immer noch 5% hier heilen. Meine fliegt sowieso durch diesen Heilang raus, also vielleicht kann ich den schneller erledigen, bevor es soweit kommt. Na, bin ich sicher. Oh, jetzt aber gerne. Also Schaden mache ich auf jeden Fall mehr. Habe ich so ein Gefühl. Glaube ich jedenfalls. Ich kann mich sowieso gegen nichts von den seinen Angriffen schützen, also Heilungsschild brauche ich nicht. So ein Gefühl. Hab so Autoheilung habe ich. Na.
Oh. Fürst halt. Komm. Oh, sehr gut. Genau war meine Strategie. Ich wollte ihn schneller kaputt, bevor der mich kaputt hauen kann. Weil er muss jetzt noch einmal mit diesen einen angekommen und ich bin weg. Oh Gott. Meine Frisbee auf mich geworfen, geh weg. Oh, und dann auch noch das. Ich bin da sicher gewesen, habt ihr gesehen? Komm, verreck. Nein! Nein, nicht schon wieder. Boah, warum macht denn das so viel Schaden, ey? Dann komme ich so schnell raus, ey. Kann ich die auch kaputt hauen? Ich kann die nicht ausweichen. Ich kann das nicht ausweichen. Oh. Habe ich auch mit einem anderen Charakter, ich das hier viel einfacher hätte, aber was soll's. Na, warum? Ah. Aber knapp. So, komm her. Nein, 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 ich wollte nicht runter. Ich wollte mich nur ducken. Ich muss die Kante irgendwie ein bisschen abusen. Das geht dann nicht. Oh. Hier kommen wir auch fast ohne Probleme hin, aber... Dann geht es schon wieder hier los. Ich will gar nicht wissen, was vom Boss danach kommt, wenn ich hier in die Mitte hingehe. Okay. Oh, die machen das jetzt viel schneller. Ah, da war's. Oh, die treffen mich von so weit nicht, habe ich das Gefühl. Jawohl, ich weiß, wie man den Angriff ausweicht. Die sind nicht bis da hinten hingegangen, habe ich gesehen. Also wenn ich weit genug weggehe, dann treffen die mich nicht. Okay. Schon länger überlebt als sonst bisher. Oh, sehr gut. Mein Bruder, ich drück den Knopf nach rechts und der macht echt nicht, ey. Hier runter. Boah. Ich weiß, wie man diesen einen Killerangriff ausweicht. Gut. Einfach weiter weggehen. Weil da in der Mitte ist unmöglich ausweichen. Wenn man schon gesehen hat. Ne? Na komm. Also komm.
Oh. Nein. Okay, du machst gar nichts. Auch gut. Ja, sehr gut. Hat sogar gereicht, wie ich jetzt geplant hatte. Ah. Mache ich eigentlich, kann noch dreimal springen. Frage mich, ob einige Spieler diesen Boss ja schwer finden oder ob ich wieder nur der einzige bin, der hier sich so anstellt. So, 0%. Oh Gott, ja, ist klar. Ah. Und dann nichts abgezogen. Das Feuer zieht zum Glück nicht so viel ab. Ich habe schon wieder 49. Mein Gott, bleib doch mal hier. Oh nein, gut. Und sowieso nicht, dass ich das hier noch schaffe. Ich komme nicht an das Ding heran. Lass mich doch mal hier wieder nicht heran, ey. Also und der Angriff. No. Könnte da sogar rauskommen noch. Nein. Oh, sehr gut. Gut, HP-mäßig sieht das noch gut aus. Halbwegs. Nein, nein, kette mich nicht wieder hier so. Boah. Da kommt der Angriff wieder, ne? Oder auch nicht. Ja, das ist aber voll riskant, ey. Weil wenn mich einer da ganz hinten trifft, dann bin ich tot. Wenn ich dann halt so weit außerhalb des Bildschirms bin. Gruselig, wie hat jedes Mal ein bisschen schneller geht. Da bin ich mir halt nur ein. Ah, da wollte schon wieder nicht. Ich habe hier so einen Angriff da oben gemacht, aber weiß nicht. Ein billig Controller, aber ist das dann ein offizieller Nintendo Controller? Sehr gut. Komm her. Oh Gott. Ja, ich sollte vielleicht da in Richtung Bogen lenken. Na oh, gut, ich habe den Angriff übersprungen. Aber sehr gut. Und das war sehr schlecht. Boah. Das war noch nicht mal so schwer ausweichen, aber...
Nein, nein. Diese dreimal springen Sache ist aber sehr gut. Er kommt jetzt also. Na, oh nein, das war's. Ach man, komm, das hätte es sein können, ja. Oh. Der ist immer noch da. Na. Oh. Ich von denen angeworben, jemals getroffen bisher, also so schadensmäßig, der mir Schaden gemacht hat. So. Überraschend viel abgezogen. Okay. Was in dieser Einlage wird mir ein bisschen zu übertrieben, also hätten sie ruhig auslassen können, man. Ja, voll gestört, ey. Ja, geil. Na, oh, ich hatte noch ein Schild. Oh. Gut, nicht getroffen, glaube ich. Weil er fängt jetzt direkt mit denen angefangen, oder? Nee. Muss ja natürlich von einem Ding ins andere fliegen, ey. Bitte lass mich den einen Angriff wieder überspringen. Nein, Mann. Oh nein. Na gut. Das ist ein schlechter Zeitpunkt für den. Ja, wollte halt eine Dinger machen, ich habe es gesehen. Aber das ist unfair. Ich kann mich dazu, den anzugreifen, Mann. Na, ja. Oh, ich stand doch. Machen wir sowieso nicht den Schaden. Auch jetzt machen sie auf einmal so viel Schaden. Nee, schaffe ich nicht. Boah. Ja, das ist so riskant. Was soll ich dagegen machen? Ich gucke die ganze Zeit hier auf meine Wiederholung, so gucken, was soll ich dagegen machen? Was kann ich dagegen machen? So, Waffen und Lauftempo, so mehr Angriffskraft, versuchen wir mal. Verstehe nicht, dieser Angriff, der ist von all den Seiten, den er kommt und so, ich kann ihn nicht ausweichen, ich kann das nicht. Ich kann mich da nicht mal dagegen blocken oder so, das ist halt der größte Mist hier. Ich mache auch viel mehr Schaden jetzt, ey. Der Traurige ist, alles andere geht noch eigentlich. Alle anderen Angriffe kann ich noch hier gut ausweichen. Na kaum kommt der Angriff, da war's dann.
so war nicht getroffen, gut. Ah. Wo langsam weiß ich auch, wie man damit klarkommt. Hol ich das an. Was soll man dagegen machen, ey Junge? Wo ist man da sicher? Das ist ja voller Bescheiß, ey. Okay, wird aber knapp. Mann. Wegen diesem einen Angriff, ja, verliere ich das hier. Boah. Oh, in die Fresse. Oh, komm, weg. Gut. Ah. Da bin ich so durchgegangen, da hat gesehen. Na komm, das sieht gut aus. Ach Mann. Nur dieser eine Angriff, ne? Das ist lächerlich. Das ist absolut lächerlich, ey. Irgendwie tue ich jetzt 1000-mal weniger Schaden machen. Das Gefühl. Oh, ehrlich, war verarscht mich jetzt hier. Ja, dann. Komm schon. Komm schon. Sehr gut. Komm. Komm. Komm, dich krieg ich. Bams. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Fuck. Und es hat 50 Minuten gedauert. Ich krieg einen Lernjubi. Fuck. Gut. Was passiert jetzt? Ja, die Hände werden alle durchstochen und Alter. Oh ja.
Ja, es wird alles in Dunkelheit gehüllt. Da sehen wir das starrende Auge, das Kingdom Hearts, mit denen die Zukunft sehen kann. Sieht doch genauso aus wie das, nur nicht in, nur das blau ist und nicht gelb. Und ja, gut, dann haben wir das gemacht und in der nächsten Folge werden wir dann machen wir dann beide auf einmal, so wie es ausschaut. Ja, da wird ein Spaß, ne? Boah. Gut, dann sage ich, die gehen schon wieder weg. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Haben wir irgendwas bekommen dafür, meilensteinmäßig? So. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen beide auf einmal kämpfen. Das wird ein absoluter Spaß, ne? Ich sag's euch. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss.